Umgang mit Halbherzigkeit. Vielleicht hast du es mit Menschen zu tun, die irgendwo halbherzig sind oder jemand in der Umgebung. Du meinst, es braucht großen und vollen Einsatz und der Mensch neben dir ist nur halbherzig tätig. Du findest das nicht gut. Was kannst du tun? Eine Möglichkeit ist zu sehen, nicht jeder kann bei jeder Tätigkeit mit vollem Herzen dabei sein. Außerdem, woher willst du wissen, wie halbherzig oder vollherzig oder dreiviertelherzig jemand ist? Sei vorsichtig, bevor du Menschen beurteilst, vielleicht verurteilst. Wichtiger ist, wie Jesus sagt, an ihren Früchten sollt ihr es erkennen. Also schaue, macht der andere seine Aufgaben. Ob er es jetzt halbherzig macht oder von vollem Herzen, überlass diese Beurteilung jemand anderem oder verzichte darauf. Oft ist es gut, du sagst dem Menschen, worum etwas zu machen ist. Manchmal wissen Menschen nicht, warum. Man sagt so schön, oder Antoine de Saint-Exupéry hat mal gesagt, wenn Menschen wissen, warum, dann sind sie auch bereit, es zu tun. Noch mehr hat das der Psychiater Viktor Frankl gesagt. Wenn Menschen wissen, wozu, sind sie bereit für praktisch alles. In diesem Sinne ist es immer gut, wenn du Menschen von etwas überzeugen willst oder Menschen eine Arbeit übertragen willst, mach erstmal klar, was ist das große Ganze? Worum geht es bei dieser Tätigkeit? Wo ist sie wichtig? Und warum ist ihr Beitrag ganz besonders wichtig? In diesem Sinne, wenn du Menschen sagst, wozu sie etwas machen, dann sind sie mit mehr Herzen dabei. Vielleicht liegt es ja an dir, weshalb andere nur halbherzig dabei sind. Und vielleicht sind sie aber auch mit vollem Herzen dabei und du weißt es nicht. Manchmal hilft es auch, Menschen zuzuhören. Manchmal hilft es auch, Ratschläge anderer einzuhören. Manchmal hilft es auch, Menschen zu fragen, was denkst du denn, wie du dort am besten mit umgehst? Wenn du das so machst, wirst du vielleicht feststellen, dass die Menschen doch mehr Herz dabei haben oder wenn sie eine gewisse Selbstbestimmung dabei haben, dass sie dort mehr Engagement und Freude dran haben.